Neulich kam ein junger Mann zu mir in der Praxis und beschwerte sich, dass er extreme Schmerzen hatte während des Wasserlassens. Der musste manchmal 12 bis 16 Mal am Tag zur Toilette. Und jedes Mal war das extrem schmerzvoll. In diesem Video erfährst du, was die Ursache für diese Beschwerden waren und was wir gemacht haben, um diesen Beschwerden zu behandeln. Bei Männern äußern sich Beschwerden im Beckenboden anders als bei Frauen. Männer können zum Beispiel Schwierigkeiten haben, den Urinstrahl zu beginnen oder das Wasserlassen zu beginnen, oder der Urinstrahl ist an sich deutlich schwächer. Des Weiteren können dann auch Beschwerden auftreten direkt über die Füße, über den Schambeinbereich oder in den Hoden oder in den Leistenbereich. Einen zu verspannten Beckenboden kann auch die Ursache sein, warum Männer Schmerzen haben während oder nach der Samenerguss. Im Gegensatz zu Frauen ist das Beckenboden bei Männern häufiger zu verspannt als zu locker. Das Hauptproblem ist, dass viele gar nicht wissen, dass Männer genauso einen Beckenboden haben wie Frauen und dass die Muskulatur genauso verspannt sein kann wie zum Beispiel am Rücken oder am Nacken. Diese Wahrnehmung für die Muskulatur, die muss erstmal geschaffen werden. Die Patienten müssen das Gefühl haben, dass sie selber steuern können, wie sie ihren Beckenboden lockern können. Und in diesem Video zeige ich dir jetzt 2 einfache Übungen, wie du diese Wahrnehmungen schulen kannst, damit du die Spannung wieder runterbekommst und dadurch deine Beschwerden weniger werden. Zum Schluss gebe ich dir dann noch einen ganz einfachen Tipp, den du überall einsetzen kannst, um deinen Beckenboden im Alltag zu entlasten. Und dann legen wir los mit der ersten Übung. Das ist jetzt ein Beckenmodell und das ist jetzt von innen. Und auf der inneren Seite vom Becken gibt es einen Muskel, der geht zur Hüfte hin. Und dieser Muskel dient unter anderem als Ansatzstelle für den Beckenbodenmuskulatur. Das heißt, um den Beckenbodenmuskulatur zu entspannen, kannst du auch wunderbar mit Bewegungen von der Hüfte arbeiten. Dieser Muskel heißt Obturatorius internus und der macht eine Außendrehung der Hüfte. Für die erste Übung werden wir jetzt genau diesen Muskel auch mit dehnen, das heißt den Obturatorius internus. Und den dehnt man, indem man eine Innendrehung der Hüfte macht. Und durch dieses Innenbewegen der Hüfte wird auch den unteren Anteil von dem Beckenboden gedehnt. Das heißt, wir werden jetzt die Hüften nach innen drehen und durch eine Kippbewegung von den Beinen kann man dafür sorgen, dass diesen unteren Bereich auseinandergeht und dadurch den Beckenboden auch gedehnt wird. Diese Übung wird in Vierfüßlerstand durchgeführt, weil dadurch, dass der Kopf tiefer jetzt ist als das Becken, sorgt es dafür, dass die Schwerkraft für dich arbeitet und den Beckenboden vom Gewicht, von den inneren Organen entlastet wird. Und dadurch erreichst du eine extra Entspannung für den Beckenboden. Du sollst es versuchen, als erstes deinen Kopf wieder komplett nach unten abzulegen. Nur, dass ich dir das ein bisschen besser erklären kann, lasse ich erstmal den Oberkörper nach oben. Das heißt, du bringst jetzt deine Hüfte ein bisschen breiter auseinander. Und als nächstes bringst du jetzt deine Beine, deine Unterschenkel nach außen. Durch diese Außendrehung hast du jetzt in der Hüfte eine Innendrehung, weil du arbeitest jetzt über den Hebel. So, nachdem du jetzt halt diese Position eingestellt hast, die Unterschenkel sind nach außen, die Hüfte ist nach innen gedreht, dann gehst du jetzt nach unten, legst deinen Kopf auf dem Arm ab, damit es entspannt wird. Und jetzt versuchst du beim Einatmen zuzulassen, dass dein Bauch nach unten kommt, dass er sich entspannt. Das heißt, einatmen, der Bauch kommt runter, lässt locker. Und beim Ausatmen Beckenboden anspannen und den Bauch reinziehen. Und einatmen, Bauch entspannen, locker lassen. Die Hüfte sind nach außen gedreht. Dein Becken ist ganz locker, Beckenboden anspannen, ausatmen. Der Beckenboden wird automatisch angespannt.
Du wirst auch spüren, dass dadurch bei dem Ausatmen dein Beckenboden auch aktiviert wird, dass ein leichter Zug an der Hüfte zu spüren ist. Wichtig dabei ist, dass du diese Übung langsam durchführst. Erlaub es, deine Beckenbodenmuskulatur locker zu lassen und bei jedem neuen Atemzug versuch mal diese Dehnung an den Beckenboden mehr wahrzunehmen. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dadurch unterstützt du meine Arbeit. Ganz wichtig, vor allem wenn du jetzt halt auch Hämorrhoidenbeschwerden hast oder Stauungsbeschwerden, ist es, dass du durch eine Umkehrhaltung, das heißt, das Becken ist höher als dein Kopf, den Abtransport und die Durchblutung in den Beckenbereich verbessern kannst. Für die zweite Übung brauchst du jetzt ein paar Kissen und eine weiche Unterlage. So, dann bringst du diesen Kissen so weit wie möglich von der Wand und legst als erstes dein Becken darauf. Und deine Beine sollen jetzt nach oben kommen. Je näher du an der Wand bist, desto besser und effektiver ist die Übung. Ist aber kein Muss. Dein Becken ist jetzt höher, deine Schultern liegen flach auf dem Boden und deine Füße, die lässt du erstmal zusammen. Versuche jetzt aber, deine Füße nach unten gegen die Wand fallen zu lassen und deine Knie, die lässt du nach außen. Und als erstes, ganz wichtig ist, dass du dein Gewicht, jetzt das Gewicht von deinen Beinen an der Wand abgibst und dann als nächstes die Knie jetzt einfach nach außen fallen lassen. Entspann deinen Beckenboden, du solltest einen leichten Zug im Leistenbereich spüren. Und als nächstes kommt unsere Atmenübung, das ist ganz wichtig dabei. Beim Einatmen wölbt sich den Unterbauch vor. Du entspannst den Beckenboden. Deine Knie kommen weit nach außen. Beim Ausatmen Beckenboden anspannen. Du lässt den Zug nach, weil durch die Anspannung von dem Beckenboden werden deine Beine auch leicht nach innen gezogen. Und das sollst du jetzt einfach mal ein paar Mal wiederholen. Deine Füße, die legst du jetzt ab an der Wand. Lässt es zu, dass die entspannt da bleiben. Deine Knie bringst du nach außen und einfach mal ein paar Mal diese Atemzüge wiederholen. Einatmen, Beckenboden locker lassen. Beckenboden anspannen, ausatmen, Beckenboden weiter anspannen. Das Ziel ist, dass du jedes Mal näher an der Wand rankommst, dass dein Gesäß so nah wie möglich an die Wand ist. Dein Becken ist hoch jetzt von dem Boden und dann wieder. Fußsohlen zusammen, nach unten ziehen und da einfach nach außen drücken. Und diese Atemzüge ein paar Mal wiederholen. Das Wichtige dabei ist, entspannt und langsam. Einen kleinen Tipp zum Schluss. Wenn du eine Tätigkeit ausübst, wo du wirklich viel sitzen musst, versuche immer zwischendurch eine Haltung anzunehmen, die für deinen Beckenboden schonender ist. Und diese Haltung ist die Kutscherhaltung. Das heißt, du setzt dich hin. Am besten ist es wirklich ganz mittig auf deine Sitzmöglichkeit. Und dann lehnst du deinen Körper vorwärts. Dein Gewicht von deinem Oberkörper soll jetzt auf deine Ellenbogen abgestützt werden. Und du lehnst dein Gewicht komplett auf die Knie ab. Und in dieser Haltung verlagerst du den Druck, die früher hinten auf dem Beckenboden war, beziehungsweise noch schlimmer, wenn man so krumm da sitzt, dann ist es direkt auf den Steißbein. Und durch dieses Vorkommen von Becken hast du eine leichte Dehnung. Das Vorbewegen vom Rumpf sorgt dafür, dass der Druck auf den Beckenboden jetzt halt wegkommt und du kannst damit gut deinen Beckenboden entspannen. Immer einfach zwischendurch
vorwärts bewegen, dein Gewicht über die Ellenbogen abgeben und in dieser Haltung einfach mal ein paar Minuten verbleiben. Durch die Veränderung von deiner Sitzhaltung kannst du einfach dafür sorgen, dass du im Alltag eine gute Entspannung von dem Beckenboden erreichst. Und dadurch werden auch Beckenbodenbeschwerden bei Männern erleichtert. Ich hoffe, dieses Video hilft dir bei deinen Beckenbodenbeschwerden. Und wenn du Interesse hast an weiteren Video über Beckenboden und Verspannungen, sieh dir auch diesen Video an. Und wir sehen uns weiter beim nächsten Video. Bis dahin!